Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir haben schon den Tag gestartet, sind alle schon wach, Medina lächelt schon, ist extrem übermüdet, wie immer, will aber nicht schlafen, wie immer. Nichts Neues hier. Ich habe schon Frühstück gemacht, wie uns alle. Momo hatte Bock auf Suppe, deswegen habe ich Mary Jane McChalmers gemacht. Ja, also Linsensuppe. Die unsere letzten zwei Vlogs gesehen haben, wissen Bescheid. Freunde, das ist nur unser neues Lieblingsbrot geworden. Leute, check das, ich probiert das aus. Das ist wirklich extrem, extrem empfehlenswert. Ja. Und sagt uns dann, wie es schmeckt. Ja, Eiaufstrich, Tomate, Rucola. Ja, aber extrem gut. Und für Medina gibt es heute Porridge. Das habe ich nicht mit Milch gemacht, sondern einfach mit Wasser, Haferflocken und eine reife Banane für die Süße. Der Herr, sie haben sich gerade hingesetzt, aber wie wär's mit Fernbedienung? Aschim, hol du lang. Nein. Aschim. Du hast dich gerade hingesetzt. Aschim, wie soll ich von da raus jetzt wieder? Man nennt ihn auch Ninja Momo. Ninja Mary. Aber muss man stehen und Fernseher machen? Wir sind, wir wollen jetzt einkaufen gehen. Heute ist Samstag, also es wird wahrscheinlich extrem viel los sein, denn am Montag ist Feiertag und ja, man kennt's. Oha. Wer hat das hingegeben hier? Hast du was zu sagen? Entschuldige. Danke dir. Sehen Sie. Danke schön. Danke. Ein ganz höflicher Gentleman. Ja, Freunde, am Montag ist Feiertag. Deswegen cool einkaufen. So, als ob wir verhungern würden. Und niemals aufs Klo gehen wieder. Medina ist hier. Und hat im Mittagsschlaf gemacht, ist aber schon aufgestanden. Ich fange auch schon das Abendessen an zu kochen. Heute mache ich Kartoffelgulasch und habe hier schon mal das Fleisch angebraten mit Zwiebel und ein bisschen, also einer Zehe Knoblauch. Hinzu werde ich noch 2 Esslöffel Tomatenmark hinzufügen und damit warmen, also heißen Wasser aufgießen, ein bisschen Salz hinzu und köcheln lassen, da das Fleisch länger braucht als die Kartoffeln. Freunde, ich habe jetzt dazu noch Kartoffeln geschält. Medina ist im Hintergrund extrem anstrengend. Momo kümmert sich gerade. Ich lasse das Fleisch, ja, das läuft hier schon voll an vom Tomatenmark. Das Fleisch ist jetzt circa eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde am Kochen. Das lasse ich auch noch so eine halbe Stunde, kommt drauf an, wie weich das Fleisch ist. Und dann füge ich die Kartoffeln hinzu und lasse es auch noch aufkochen. Eine Serie läuft gerade hinten. Ich wollte aber sagen, Momo ist gerade beim Friseur. Wir haben was gegessen und ich tue gerade auch Staubsaugen. Medina ist an meinem Rücken. Ja, sie kann einfach nicht allein sein und das ist auch in Ordnung. Ich bin jetzt schon fertig mit dem Staubsaugen und chill mich auch gleich hin. Die Kleine wurde Bett fertig gemacht, beziehungsweise also gebadet, Bett fertig gemacht und geht jetzt schlafen. Sagt tschüss, sagt tschüss. Kese, sagt tschüss bitte. Medina schläft und für uns. Oh, diese Seiten. Ich war Haare schneiden. Leute, wollten wir eigentlich was unternehmen, aber. Wir unternehmen doch was. Wir unternehmen Game of Thrones. Ja. Und es gibt jetzt was zum Naschen. Wie der Firma Liga. Es ist gerade mal 7 Uhr in der Früh. Also eigentlich ja 8, weil die Zeit umgestellt wurde. Und ja. Lach nicht, das macht keinen Spaß. Ich fühle mich trotzdem wie 7 Uhr und kein bisschen ausgeschlafen. Aber ja, die Kleine ist wach, deswegen unterhalte ich sie ein bisschen und vielleicht machen wir ja unser erstes Nickerchen zusammen. Wir haben schon gefrühstückt, Medina ist noch dabei. Für sie gab es heute Avocado-Brot, das sieht man hier. Und sie ist noch in ihrem Pyjama, das kann sie ruhig dreckig machen. Nach dem Essen ist sie immer eine Katastrophe, deswegen habe ich ihr den Pyjama noch angelassen. Momo ist, ja, macht sich auch gerade fertig, er hat bald Match und geht dann auch. Freunde, wir haben jetzt fertig gegessen und sie schaut immer so extrem aus. Ich muss hier auch gleich noch staubsaugen. Ich habe heute zum ersten Mal probiert, ihr die Schnabeltaste zu geben und es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ja,
Ja, funktioniert. So sieht's aus. Das ist, also sie, ich habe ihr ein ganzes Brot eigentlich gegeben und das ist alles, was übrig geblieben ist. Natürlich isst sie nicht wie ein Erwachsener, isst sie natürlich nicht das ganze Brot. Ich nehme die Stückchen, also es fällt vieles raus und vieles runter und ich glaube halt immer alles auf. Aber ja, halb so schlimm. Sie probiert es und ich bin stolz auf sie. Er hatte Match. Wir haben dabei ein Nickerchen gemacht. Meine Schwester und mein Schwager sind da. Sie spielen gerade ein bisschen mit Medina und ich nutze die Zeit und mache mich fertig. Und ja, er macht sich jetzt auch gleich fertig, denn wir gehen heute was essen. Wir haben unser Auto geparkt. Wir gehen jetzt was essen. Wir haben uns mit dem Bruder von Momo getroffen. Andi kommt jetzt dann auch gleich. Andi ist auch hier am Start. Und ja, wir gehen jetzt alle essen. Die Vorspeise ist gekommen. Wir haben uns mal Suppe bestellt. Die Suppe wollten, die wollten nicht. Mal sehen. Hast du jetzt endlich die Suppe probiert? Nein, noch. Probier mal bitte und sag uns, wie es schmeckt. Er hat nämlich Ischkembe-Suppe bestellt, als einziger. Ja, schmeckt. Okay, habe ich nämlich noch selbst nicht probiert. Wir haben sonst Maryland-Chorbas. Und sonst sind so generell Vorspeisen gekommen, also verschiedene Arten von Vorspeisen, Freunde. Also wirklich sehr schön hergerichtet und ich glaube für jeden dabei, was dabei. Ich freue mich am meisten über Salma und Chicken, ne? Das ist mein Liebling. Und Hushu, ja, sehr viel dabei. Wir gönnen uns jetzt die Vorspeise erstmal. Richtig gut, Leute. Anne, wie schmeckt's? Gut, gut. Wie schmeckt alles? Oder ihm schmeckt einfach alles. Oh mein Gott, also an die ganzen Mantel noch, wa? Schön, ihr seid hier richtig. Es schaut richtig gut aus. Wer testet? Abi testet. Warum das eben nicht? Er wird. Ist gut? Und hier gibt's noch Hummus. Hummus mit Pastelma. Das schaut heftig aus. Und was ich auch noch auf deren Instagram-Seite gesehen habe, ist... Da ist Käse drinnen. Nein. Nein? Was glaubst du, ist da drinnen? Warte, Fleisch, oder? Nein. Bulgur. Pilaf. Du wirst immer... Was ist da drinnen? Boah. Bulgur, Pilaf. Boah. Da haben wir auch noch extra was bestellt, damit sie... Ja, in ihrem eigenen Kindermenü. Genau, Kindermenü. Und für uns, ja, ihr habt schon gesehen, wir gönnen uns jetzt alle. Leute, krass. Es schmeckt halt. Die Nachspeise ist gekommen und das ist so, so gut. Denn kennt ihr das, wenn man auf die Speisekarte schaut und nicht weiß, was man essen soll? Man kann einfach alles essen. Wir sind jetzt schon am Heimweg und Rezession bitte abgeben. Leute, es war heftig, wirklich. Es ist richtig lecker. Geht selber hin und überzeugt euch einfach selbst. Also es sieht nicht nur so aus. Wirklich. Es schmeckt auch genauso. Es war alles gut. Es war wirklich von der Vorspeise bis zur Nachspeise alles lecker. Du kannst nicht sagen, das war schlecht. So ja, was. Es ist eine Herzensempfehlung auch. Ja, es ist wirklich, wirklich toll. Falls ihr in Wien wohnt, kommt vorbei. Ja. Mehr kann ich euch nicht sagen. Und jetzt fahren wir natürlich wieder mal nach Hause. Denn wir haben ein Kind. Wir sind jetzt zu Hause. Essen die Checkerdeck. Bisschen Joghurt, Knoppers. Das Übliche. Und schauen. Game of Thrones. Leute, wer noch nicht geschaut hat, schaut euch das an. Ja, Momo war jahrelang dagegen. Wirklich, jahrelang. Und jetzt hat es endlich angefangen zu schauen und kann nicht aufhören. Also ich habe es mir schon angesehen, aber das kann man sich immer wieder ansehen. Ich bin Karl Drogo. Kagisi. An dieser Stelle wollen wir euch sagen, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen, liebe Freunde, beziehungsweise es ist nicht mehr morgen, es ist schon Mittag. Wir sind fertig gemacht. Wir gehen auch schon raus. Also wir sind schon auf dem Weg. Wir treffen uns mit Freunden heute. Und ja, sie sind hoffentlich auch schon am Weg. Die Freunde kennt ihr. Es ist Edda und ihr Mann. Und ja. Wir treffen uns jetzt mit denen. Wir haben uns getroffen. Ja. Ich habe jetzt etwas erzählt und währenddessen. Man hat nicht gehört, aber wir haben uns getroffen. Können wir aufschauen? Nein, darfst du. Bruder, bitte. Ich bin der Erste. Leute, wisst ihr, wie er macht? Er macht so.
Ya benim ne speciyel... arıyorsun moruk bas sonuçta bak. Nutella var ya onu arıyormuş yani. Ne arıyorsun? Nutella kapma kuklu öyle şey diyorlar ya. Abi niye Nutella? Aha. Nerede? Spagetti Nutella. Giresun Nutella'sı. Ah be. Arkadaşlara sorayım. Giresun'a girerken Giresun yazıyor da çünkü çıkarken niye çıkasın yazmıyor? Beni Giresun renk olsun. İşte Giresun. Bizi o beni rastgeçsin çıkan çıkasın. Jetzt ist mein Spaghetti gekommen. Ich hätte seine Legende. Leute. Und hier ist Kokos, Mokos. Ein Kokosbecher mit Haselnuss. Okay, danke. Schoko. Kokos mit Haselnuss, Cassetto. Kokos. Evet, bir yemeği. Dokorum, Kokos. Banane split mit... Banane. Banane, extra hier, ganze Banane mit Eis. Und ja. Und bei... Bruder, deins ist am besten, Mutter. Von wo hast du das bestellt? Bruder, das ist speziell. Mit der Gang im Ersten. Leute, Stefan Sturm kennt ihr schon bereits. Eis war sehr gut. Mhm. Wir haben alle Momos-Eis gegessen. Ja, mein Eis war am besten. Meins konnte ich alleine essen, weil niemand Kokos mochte, Gott sei Dank. Ja. Und die kämpfen gerade mit deren Sohn. Damit er seine Haube ja, weil, und er mag es gerne, Schwur. Zeig mal, Bruder. Zeig mal, wie du wieder anziehst. Wer da, Jan? Bak giyerken çıkarıyor. Edis, bak yine çıkardı. Edis, kafayı mı yedin oğlum? Burada bir vas. Burada kannst du Starbucks Klo wert im Film? Ja, auf jeden Fall, es ist wirklich sauber. Bin ich schon mal. Aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Na, oi, oi. Ja, so. Man kann es weiterhin noch verwenden. Die gehen 10 Meter weiter weg von uns, damit sie reden. Sie sind doch, glaube ich, schon mittlerweile zusammen. Und wir, Bruder, wir gehen... Mit Baby, mit Kinderwagen. Wie sagen zwei? Yemin ediyorum Moruk, wir sind seit über einem Jahr verheiratet. Ich habe das nicht mitbekommen. Ach, komm, Bruder, schau, wir gehen 10 Meter und dann ich zeige euch Abstand. Ja. Und weg. Die sind wieder weg. 5 Meter. Wir gehen jetzt essen auf jeden und Fall. Und ich habe meinen Sohn und wir gehen das. Ja. Er ist ein guter Vater. Ja, ohne Spaß. Das habe ich gemeint. Seht ihr die? Wie lange schon gegangen? 3 Minuten? Schau. Schau, wie sie gehen, sie sehen uns nicht mal. Schau. Wir essen gerade von Happy Nunus. Hier, alle haben das gleiche, außer diese Dame hier, sie hat mit Gemüse. Ah, ne mit Gemüse, wir haben mit gebratene, was, wie heißt es? Gebratene Hühnchen. Ja, na, mit knusprigen Hohl. Bir şey kendin yapmamandan oluyor bunların hepsi. Evet, daha gibt's E-Streit. Leute, E-Streit. E-Streit live, ihr seid da. Wir sind jetzt noch zu denen gegangen. Die sind, die chillen am Balkon. Wie bitte? Ja, da ist er. Und die liebe Nachbarin, die auch, die, mit denen wir auch befreundet sind, hat Zimtschnecken vorbeigebracht. Die gönnen wir uns jetzt. Karıcık 3 atmam lazım. Du kannst nicht gehen. Du musst dreimal würfeln, oder? Du musst dreimal würfeln. Ach so. Da, ich kann dich nicht umbringen, gell? Bruder, weißt du, was ich mach? Ich komm mal raus. Okay. Bruder, weißt du, was ich mach? 1, 2, 3, 4, 5. Aber wir sind Freunde hier, oder? Galatasaray sind wir da. Çok yaşarsın. 3. 3 atmam lazım. 3 atma. Freunde, wir sind mittlerweile auch schon zu Hause. Ich habe hier das Essen für ihn vorbereitet. Hab's schon eingepackt, wollte euch aber noch zeigen. Also es gibt so Hotdog-mäßig für ihn. So 3 von denen und 2 Nutella-Brötchen. Das gibt's morgen für ihn in die Arbeit. Das bereite ich schon am Vortag vor. Und ja, habe ich auch schon eingepackt. Packe ich jetzt auch wieder ein. Und das war's auch schon von diesem Tag. Guten Morgen, Medina. Ja, ihr hört sie. Ist noch am quengelt im Schlaf ein bisschen. Das nutze ich, bevor sie ganz aufsteht und werde schnell Staub saugen. Und wenn sie dann aufsteht, wische ich dann auch. Gestern Abend, ihr wisst Bescheid, habe ich die anderen 2 Räume gemacht. Ich habe jetzt den Boden gewischt, habe auch die Teppiche gewischt. Also alle, die das kennen, wissen, ich habe jetzt nicht auf blöd meinen Teppich gewischt, sondern das desinfiziert auch sozusagen den Teppich und das habe ich gemacht. Und ja, ich muss jetzt nur mal hier alles weg und aufräumen und dann bin ich auch schon fertig.
Ich bereite auch schon das Mittagessen vor. Es gibt heute, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich glaube, die türkischen Follower kennen das. Momos Mutter macht das sehr oft und deswegen habe ich mir das abgesehen von ihr. Wir essen das sehr gerne. Das ist einfach so ähnlich, also das Gulaschfleisch mit Kichererbsen. Richtig lecker. Dazu werde ich dann noch einen Reis machen und mit Joghurt servieren. Für Medina habe ich heute zum ersten Mal Fleisch gemacht. Also Gemüse hat sie ja sowieso schon bekommen. Und heute werde ich ihr Fleisch anbieten. Das Coole an dem Gerät ist eben auch, man kann hier einfach alles hineingeben. Und falls jetzt einige denken, okay, das ist jetzt vielleicht zu klein, es gibt noch einen zweiten Teil, den man dann noch extra drauf machen kann. Und so kann man zum Beispiel, ich könnte hier oben noch Obst garen, zum Beispiel Apfel, weil ich nicht will, dass es mit dem Fleisch zu tun hat. Wieso ich euch das Gerät nochmal zeige, ich habe euch das Gerät ja schon mal gezeigt. Erstens, es ist wirklich jeden Tag in Verwendung bei uns. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät. Und ich kann es euch nur empfehlen, überhaupt an die Mamis, die... Medina ist auch hier daneben. An die Mamis, die mit der Beikost begonnen haben. Es ist einfach mega praktisch und ihr braucht wirklich nichts anderes als dieses Gerät, denn es kann alles. Ich habe auf der Seite von Tuschek gesehen, dass sie sowieso minus 50% haben. Statt den üblichen 5%, die ihr normalerweise von uns bekommt, bekommt ihr diesmal mit dem Code 20 Dekalles extra nochmal 20%, also insgesamt 70%. Ich habe nachgesehen, das Gerät kostet normalerweise um die 230 Euro und mit dem Code bekommt ihr das Gerät um 92 Euro. Es zahlt sich also wirklich aus, wenn man so bedenkt, was andere Geräte eigentlich kosten. Wie gesagt, mit dem Code 20, der Kalles, alles zusammen. Ich habe das auch nochmal eingegeben und kontrolliert, bekommt ihr das Gerät wirklich um 92 Euro. Ich bin mega begeistert. Und was ich euch auch noch zeigen wollte ist, also die Flaschen von Tusche kennen die meisten, glaube ich schon. Aber ich habe, also das wollte ich euch generell zeigen, ich verwende für Medina seit kurzem auch die Schnabeltaste. Ich fand's, also ich habe es nicht verwendet, weil ich dachte, oben rinnt das Wasser immer raus, aber so, das ist nicht der Fall, das wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich es. Und das Coole ist, die haben noch so einen extra Schutz, ja, ist ein bisschen dreckig hier, aber ja, Medina liebt die Flasche. So sieht das Essen jetzt für Medina aus, also ich habe es, hier ist Brei mit, also hier ist der Brei von den beiden und hier die BLW-Variante. Ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich es ein bisschen mit Paprika-Edelsüß würzen, also wirklich ganz minimal, für den Geschmack einfach nur. Aber ich habe es jetzt probiert, den Brei von da, und ich muss sagen, es schmeckt so auch sehr, sehr gut. Und deswegen werde ich es gar nicht würzen, also ohne Gewürz ist es ja immer besser. Aber ja, ich hatte Angst, dass es nicht so schmeckt, aber es schmeckt. Wir essen jetzt. So schaut das fertig aus. Er ist auch von der Arbeit gekommen. Bruder, es schmeckt einfach lecker. Bruder, was soll man noch sagen? Medina ist auch hier, sie schläft. Wieder mal, aber nicht lange. Ja, deswegen essen wir schnell in Ruhe. Und dazu gibt es noch Joghurt und Süßbeweis. Ja. Medina ist mittlerweile aufgestanden. Wir sind jetzt schon unterwegs und richtig Weihnachtsstimmung. Also so Ding wird aufgehängt, Weihnachtsdeko. Bereit. Ja. Das nächste Woche später. Ja, und wir gehen jetzt zum Pearl. Freunde, ich bin 20 Minuten zu spät. Ja, ich will mir eigentlich Kontaktlinsentermin ausmachen. Ich habe keine Maske. Ja, er hat mir seine gegeben. Schauen wir, ob das was passiert. Ja, schauen wir mal. Wir gehen kurz Hofer und wir kaufen nur das, was nötig ist, Aschke. Lebkuchen! Nein, nur das, was nötig ist. Lebkuchen. Für Medina. Das nur für Malika. Und Malika kauft sich da sehr mit. Das erste Mal haben wir wirklich das gekauft, was nötig ist. Respekt. Und Outfit des Tages? Pyjama. Wenn man früh vom Bett aufsteht und dann einfach Hofer gehen muss. Schnell Brot kaufen gehen muss. Mittlerweile sind wir auch schon zu Hause. Der Einkauf ist eingeräumt. Wir haben ja nicht viel gekauft, nur für die Arbeit für Momo morgen. Und ich habe mir hier einen Kakao noch gemacht. Das haben wir uns vorhin auch noch geholt. Und Medina auch hier. Ich schaue jetzt ein bisschen Serie noch und gönn mir das schöne Zeug hier. Ich lege sie immer wieder auf ihren wunderschönen Krabbelteppich, aber was anderes ist immer spannender. Aber sie ist echt, also sie wird schon langsam echt gefährlich. Sie weiß schon echt, wie man sich bewegt. Freunde, bevor Medina jetzt noch schlafen geht, wollte ich euch erstens mal ein kurzes Feedback zum Bett geben und euch das Schaukelpendulum noch zeigen. Wir hatten ja letztens Probleme beim Aufbau. Das Problem wurde gelöst beim Live-Chat und das fand ich auch mega cool von Comfort Baby, dass sie auf die Probleme eingegangen sind. Also hier zeige ich euch mal. Ich bin jetzt leider allein, deswegen... Also man kann... also das ist jetzt das starke Wippen und hier kann man... Wenn man nicht will, dass es jetzt so krass wippt,
so einstellen hinten, also diesen Holzpflock dazwischen legen und dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Und obwohl das ja auch fest am Boden ist, kann man das trotzdem hin und her schieben. Also ich muss sagen, in der Früh, wenn ich hier liege, dann ziehe ich das Bett immer meistens extrem nah ran und tauche dann mit meinem Fuß oder mit meiner Hand das Bett an. Denn überhaupt, wenn Medina anfängt, quengelig zu werden, eignet sich das halt perfekt und dann schläft sie extrem gut ein. Und ich muss sagen, ja, der Kleine gefällt es. Medina schläft sehr gut im Bett und wir sind sehr zufrieden. Also nach dem Training eine Topfen-Collage. Na, Leute, wisst ihr, wie das war? Monika hat mir gesagt, das ist für dich, Schatz, weil du so tapfer trainiert hast. Und ich wollte das nicht mal essen. Ich will immer noch nicht. Ich zwinge ihn, seht ihr nicht, wie ich ihn zwinge? Hör auf! Hör auf jetzt! Freunde, das war's auch von uns. Wir gehen jetzt, also wir machen uns alle Bett fertig und gehen dann noch schlafen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und bitte kein Hate an meine Wimpern. Ich weiß, die schauen nicht mehr so gut aus. Ich gehe Donnerstag meine Wimpern machen. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht. Und abonnieren nicht vergessen, denn es ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Es ist kostenlos.